Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte heute einen kleinen Beitrag dazu machen, wie der Tacho bei den Autos in den 60er, 70er und 80er Jahren angetrieben wurde. Das heißt, wie funktioniert der Tacho überhaupt und wie unterscheidet er sich zu den heutigen Fahrzeugen? Und ich habe ein paar kleine Sachen vorbereitet, damit man sich das Ganze auch vor Ort anschauen kann. Also beim Tacho in den 60ern, 70ern und 80er Jahren war das grundsätzlich so, dass eben alles über einen mechanischen Antrieb erfolgt ist. Das ist komplett anders wie heutzutage. Heutzutage hat man einen Geber, der einfach die Geschwindigkeit abnimmt und dann in ein elektrisches Signal umwandelt und das Ganze dann am Tacho wiederum entweder digital dann angezeigt wird, so wie das heute ist auf Displays. Oder eben in den 90ern und 2000er Baureihen, dass dieses elektrische Signal dann wieder in eine Zeigerbewegung umgewandelt wurde. Bei den alten Tachos hier in der Corvette und auch in den Pickups und anderen PKWs der 70er Jahre bis Mitte der 80er war das so, dass eine Welle, also das heißt, am Getriebe war ein Ritzel, das wurde angetrieben und die Kraft wurde über eine Welle übertragen und am Tacho wurde das Ganze wieder in eine Drehbewegung von dem Tacho an sich dann umgewandelt. Und ich zeige das mal hier. Also ich habe hier das mal vorbereitet. Das hier ist ein solches Ritzel, wie das in der Corvette sitzt im Getriebe. Das wird im Getriebe angetrieben, im sogenannten Tailshaft Housing. Das ist der Getriebehals. Und hier außen auf diesem Gehäuse hier sitzt dann die Welle, die wird dann hier reingesteckt, die hat einen Vierkant und das Ganze wird dann hier reingesteckt und wird dann verschraubt und dann wird das Ganze, wenn das Getriebe sich bewegt oder die Hinterräder sich drehen, wird auch die Welle gedreht und die überträgt die Kraft bis nach vorne, bis zum Tacho und am Tacho wird das Ganze dann wieder in eine Drehbewegung der Nadel halt ersetzt und umgewandelt und dann kriegt man die richtige Geschwindigkeit angezeigt. Ich sage die richtige Geschwindigkeit unter Vorbehalt. Also es gibt da auch sehr häufig den Fall, dass wenn man zum Beispiel die Reifen gewechselt hat oder eine andere Größe fährt, dass dann eben diese Geschwindigkeit, die dort angezeigt wird, einfach nicht mehr stimmt. Und da muss man dann verschiedene Modifikationen vornehmen. Ich zeige mal das Ganze noch am Getriebe, wie das aussieht. Also wir haben hier ein typisches GM-Getriebe. Das ist jetzt allerdings schon aus einer neueren Generation. Das ist ein 480E, aber da sitzt hier am Getriebehals, hat man das sogenannte Tailshaft Housing und hier wird auch der Antrieb vorgenommen für dieses Ritzel, weil man da ja an die Hinterräder geht und deswegen muss man das Geschwindigkeitssignal immer an der Ausgangswelle abnehmen. Ja, am Getriebe befindet sich, wie gesagt, das sogenannte Tailshaft Housing. Das ist der Getriebehals. Der ist bei GM angeflanscht und ich hole das Teil mal auf die Werkbank. Und da sieht man auch, dass in diesem Tailshaft Housing ist eine Öffnung und in diese Öffnung gehört der Tachoantrieb hier rein, der wird dann so hier befestigt und erhält noch hier eine Sicherungsklammer, die das Ganze dann positioniert, damit das nicht rausspringen kann. Und wenn man dann ins Innere schaut, in diesem Tailshaft Housing, da läuft dann dieses Ritzel und es gibt bei diesen Ritzeln unterschiedliche Zähne, also unterschiedliche Zähneanzahl und häufig ist das im Bereich ja so zwischen 36 und 45 Zähnen. Teilweise ist das dann auch auf den Ritzeln selbst aufgedruckt oder über die Farbe dann ersichtlich, welche Zähnezahl genommen werden kann, weil es gibt hier bei den Gehäusen auch zwei verschiedene. Und da kann man bei dem einen Gehäuse bis 39 Zähne gehen und bei dem anderen Gehäuse ab 40 Zähnen bis 46 Zähne.
Deswegen, da sollte man darauf achten, dass man da nicht das Wild durcheinander mixt. Aber durch den Austausch dieser Zahnräder kann eben auch, wenn der Tacho nicht genau stimmt, die Anzeige im Cockpit variiert werden. Und pro Zahn gewinnt man ungefähr 2,5 km/h, beziehungsweise verliert man 2,5 km/h und dann kann man den noch feinjustieren. Ja, und hier sieht man das Gegenstück dazu, das ist die Getriebeausgangswelle. Und man sieht hier auf der Getriebeausgangswelle das Drive Gear sitzen, das gelbe Rädchen. Das hat auch eine bestimmte Zähneanzahl. Und auch da gibt es zwei verschiedene. Und man muss eben, wenn man mit den Zähnen bzw. einer Änderung der Zähneanzahl an dem grünen, an dem Driven Gear nicht mehr zurechtkommt, dass man damit die Einstellung richtig hinkriegt, muss man hier das Drive Gear wechseln. Und aus der Kombination aus Drive Gear und Driven Gear kann man dann die richtige Geschwindigkeit dann einstellen, dass das Ganze am Tacho passt. Das Drive Gear, das kann aufgrund der Tatsache, dass das schon ewig da drauf ist und auch Wärme und Kälte immer wieder abwechselnd bekommen hat, sehr schwer runtergehen oder auch sehr schwer drauf zu machen sein. Im Normalfall kann man mit einem Gummihammer arbeiten oder auch mit einer Zange, den Griffen, kann man da leicht gegenschlagen. Wenn man allerdings zu feste schlägt, kann dieses Kunststoffrad auch brechen. Ich arbeite jetzt hier mit einem solchen Abzieher, um gleichmäßig das Rad dort drauf zu ziehen und den Druck eben nicht auf eine Seite zu bringen, damit das nicht verkippt. Ja, und wenn ihr dann alles wieder eingebaut habt und alles korrekt eingestellt habt, könnt ihr natürlich direkt am Auto eine Testfahrt machen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.